Bring, bring, bring. Hi Viktor, was ist los? Hey Uwe, servus, alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Warum rufst du an? Ganz gut, ganz gut. Ja, ich habe ein kleines Problem. Weißt du noch, wir haben letzte Woche über eine SEO-Extension gesprochen. Über SEO Pro meinst du? Ja, genau, du hast mir einen empfohlen. Weißt du noch? Ja, ein bisschen. Das war am Freitag, ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber ich habe immer nur eine kostenpflichtige Erweiterung gefunden. Ja, die kostet nur 20 Euro im Jahr oder so. Ja, aber ich wollte ja nur testen, weißt du, und ich wollte kein Geld ausgeben. Weißt? Ja, egal, und dann? Was passiert? Ja, ich hab ein bisschen recherchiert und ich habe dann eine Seite gefunden. Ja. Und da habe ich es runtergeladen, war zum Testen kostenlos. Ja. Und gut. Die hab ich mir installiert. Ja. War okay. Ja, jetzt habe ich ein Problemchen. Was denn? Was ist los? Ja, ich habe ja, du weißt ja, ich habe den Shop verkauft. Ja. Fischfutter. Fischfutter, ja, genau. Ja, ja, ja. Ich habe so in der regionalen Zeitung habe ich so eine Werbung geschaltet und am Samstag habe ich eine große Aktion gehabt. Ja. Und seit Freitag, seitdem ich die Extension installiert habe, habe ich keine einzige Bestellung bekommen. Wie komisch. Hast du mal bei Analytics geguckt, ob du überhaupt Zugriff hast? Ja, nee. Ich konnte die Logs nicht richtig auswerten und ich habe auch keinen Zugriff drauf. Okay, komisch. Ja gut, aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen und irgendjemand, der noch nie Kunde bei mir war, hat Spam-Nachrichten von mir bekommen. Wie Spam? Ja, von dir hast du welche verschickt? Oder? Nee, gar nicht. Ich hab nicht mal eine Newsletter-Komponente installiert. Ach, gar nichts? Gar nichts. Und trotzdem ja, und der hat irgendwelche komischen Viagra und Porno-Links und wie auch immer bekommen. Boah. Ja, ja, der hat voll den Stress gemacht. Okay. Und sag mal, diese Erweiterung, die hast du ja wieder gelöscht, hast du mir gesagt, oder nicht? Nee, noch nicht. Ich hab sie ja noch drin gehabt. Okay. Das Lustige war, nachdem ich sie installiert habe, nach einer Weile hatte ich auf der Seite komische Links. Mitten in der Artikelbeschreibung. Ja. Und das war irgendwie so Links zu irgendwelchen russischen und chinesischen Seiten. Okay. Und ich habe die Beschreibung aber nie angefasst und nie auch verändert. Mit Viagra vielleicht? Ja, geht das? Ja, war alles drin. Alles drin? Ja. Okay, und sag mal, wenn man in Google nach jetzt irgendwas sucht, findet man dich da? Ja, man findet mich. Unter Viagra und meine Region. Also ich habe mir schon überlegt, den Shop umzustellen und andere Artikel zu verkaufen. Dann hat aber das SEO-Tool doch seine Wirkung entfaltet. Ja, aber nicht dafür, für was ich es eigentlich benutzen wollte. Weißt? Okay, und jetzt wenn ich nach dir suche und ich finde, was passiert dann? Ja, was passiert dann? Was passiert dann? Keine Ahnung, was hat passiert. Ja, du hast ja... Irgendwie ist die Seite, kann man die nochmal aufrufen? Was passiert? Ja, nee, das passiert folgendes, wenn ich selber auf die Seite gehe, ja. Da kriege ich so einen komischen roten Hinweis von Google angezeigt. Okay. Und das habe ich nicht verstanden. Ich meine, ich habe Google auch bei mir nicht implementiert. Okay. Und irgendwie steht was steht da? Die Seite verbreitet Trojaner oder Spam oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich das zugelassen. Einfach weggeklickt, oder was? Einfach weggeklickt, dann bin ich auch doch auf die Seite gekommen und da waren auf einmal komische Werbebanner und okay. So Pop-Ups. Was für Werbebanner? Und da stand irgendwie jetzt runterladen und .exe, irgendwas mit .exe. Okay, und was hast du gemacht? Ich habe natürlich nicht... Nein, doch. Ich wollte ja gucken, was das ist. Ich meine, ich muss ja wissen, was von meiner Seite gehostet ist. Okay. Habe ich gemacht. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr auf meinen Rechner. Auf deinen Rechner? Ja, ja. Wie? Die wollen irgendwie so einen Schlüssel haben. Und ich muss irgendwas mit Bitcoins irgendwie... Okay. Und kannst du mir irgendwie 50 Bitcoins rüberschicken, oder? Oder den Schlüssel zumindest? Den Schlüssel? Ich habe doch damit gar nichts zu tun. Ja, aber du hast mir doch die Erweiterung empfohlen. Ich meine, ich habe gedacht, du hast sie getestet und du kennst sie. Ja, aber die Erweiterung macht eigentlich sowas nicht. Ja, aber meine hat... Von welcher Seite hast du denn die Erweiterung? Ja, ich weiß ja, die hieß irgendwas mit Free Joomla Extensions mit Z.ru oder sowas. Okay, dann ist das ja auch kein Ding. Du kriegst richtig Probleme dadurch, weißt du das? Warum soll ich Probleme kriegen? Du könntest sogar Probleme mit dem Anwalt bekommen, eine Anzeige. Echt? Weil dein Server Spam verschickt, weil du andere Rechner irgendwie mit Viren verseuchst und so weiter. Was machst du jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Ey, Ufo, warte mal, bleib mal dran. Achtung, Polizei. Ah, Ufo, ich melde mich wieder. Das war die Einleitung. So. Herzlich willkommen. Außer, ja. Ja, ich bin jetzt... Also es war andersrum, gell? Also ich war der Ufuk jetzt. Der Dumme wollte ich schon sagen. Das war jetzt, natürlich alles ein bisschen überspitzt. Wir haben es an die Spitze getrieben. Aber genau diese Fälle sind in der Form in kleinen Bereichen so irgendwie schon mal passiert. Also das haben wir alle schon mal erlebt gehabt. Und das wollte irgendwie euch mal näher bringen. Und wir wollen generell jetzt darüber reden, warum sind gute Erweiterungen wichtig. Ja? Und wie man die heraussuchen kann, wie man die finden kann. Wie man das filtern kann, gerade als Anfänger
gibt es so viele Erweiterungen, da denkt man sich, okay, nehme ich da eins, so wie er das gemacht hat von irgendeiner Seite. Und da wollen wir euch Indizien in die Hand geben oder Möglichkeiten, um das selber besser einschätzen zu können, ob eine Erweiterung gut oder schlecht ist. Und wollen wir anfangen? Ja, ja klar. Schieß los. Also, das Erste ist, also wenn man gute Erweiterungen hat, kann man davon ausgehen, dass sie weder Spam versenden noch Hacks oder Backdoors einbauen. Wenn man gute Erweiterungen hat, kann man davon ausgehen, dass man keine Backlinks hat und dadurch in SEO-Sachen verschlechtert wird. Wenn man gute Erweiterungen hat, kann man davon ausgehen, dass sie auch längerfristig gewartet werden. Und wenn man gute Erweiterungen hat, kann man auch sagen, dass Migrationen vereinfacht werden, weil man weiß, der Entwickler ist einfach dahinter, ja, längerfristig. Das ist einmal so der grobe Part, den wir ja gerade schon mal hatten, nur so kurz zusammengefasst. Genau. So generelle Erweiterungen. Ich meine, die machen ja Joomla erst richtig mächtig. Und natürlich ist es cool, gute Erweiterungen zu installieren und auch zu benutzen und auch viele coole Sachen damit zu machen. Das heißt, die erleichtern die Bedienung. Funktionalitäten werden nachgerüstet, die man benötigt, die man vielleicht im Core nicht hat, die man relativ einfach mit ein paar Klicks nachrüsten kann und auch nutzen kann. Vielleicht den Workflow vereinfachen, wenn man zum Beispiel CCKs nutzt und bestimmte Custom-Fields hat, dass man nicht irgendwie spezielle Plugins zusätzlich installieren kann, sondern alles aus einem System kommt. Und natürlich bekommt man auch Support, wenn man gute Erweiterungen und vielleicht auch bereit ist, vielleicht ein bisschen Geld zu bezahlen, dass man gute Erweiterungen installieren kann und auch Support bekommt direkt vom Entwickler, die sich natürlich am besten auskennen mit den ganzen Produkten. So, und jetzt geht es damit weiter. Was sollte man beachten? Wir wollten generell mal bei Erweiterungen so eine Aufteilung machen in Erweiterungen, die man gefahrlos installieren kann und testen kann, wo man auch wenn sie schlecht sind, nicht die Gefahr läuft, dass die Seite irgendwann mal kaputt ist oder sowas. Zum Beispiel so Sachen wie Editoren und Admin-Tools oder Backup-Tools wie Akiba Backup oder dein Backup-Tool. Die sind nicht weiter schlimm, die kann man schnell mal testen und wieder löschen und die Seite funktioniert weiter. Außer man hat vielleicht eine Funktionalität weniger. Im Gegensatz zu anderen Sachen, wenn man sich auf einen Shop zum Beispiel jetzt eingeschossen hat, das dann mal zu ändern im Nachhinein ist schwierig. Ja. Genau, so allgemeiner Tipp, natürlich niemals auf der Produktivseite, auf einer Live-Seite Erweiterungen testen, egal wie gut sie, auch wenn sie super gut empfohlen wird. Immer eine Testversion aktivieren, Localhost, Subdomain, irgendwas anlegen. Und natürlich was am besten natürlich irgendwie so ein Subdomain oder so eine Entwicklungsumgebung zu schaffen, die gleichen Konfigurationen hat auf dem Server und da erstmal zu testen und alles auf Herz und Nieren zu testen und es dann quasi auf die Live-Seite zu schalten. Das ist natürlich so generell ein wichtiger Punkt. Und wenn man natürlich Erweiterungen hat, die zum Beispiel wirklich tiefer eingreifen, so CCKs oder Galerien oder Foren, Container, wie auch immer, dann sind natürlich andere Faktoren wichtig. Die sollte man nicht einfach irgendwie installieren, testen, gucken, okay, so ein Cache-Cleaner, gut, der läuft im Backend, funktioniert, super. Aber wenn man sowas Größeres installiert, womit man auch wirklich irgendwie ein paar Jahre arbeiten muss, muss man natürlich mehr Faktoren beachten, also wichtigere Sachen. Wir fangen mal eigentlich damit an, das ist selbstverständlich, nur schlecht festzustellen, wie gut ist der Support von einer Erweiterung. Wie kann man das machen? Also man könnte jetzt versuchen, in Foren nachzugucken, ob der Entwickler aktiv ist, indem man nach seinem Namen googelt und generell schaut, ob er auf Twitter aktiv ist, Stack Overflow aktiv ist. Wie sieht es auf GitHub aus? Hat er seine Erweiterung überhaupt auf GitHub? Kann man da verfolgen, was da gemacht wurde? Also generell mal eine Recherche zu betreiben, das kann gerne 5 Minuten oder 10 Minuten dauern, aber dann weiß man schon einiges über die Erweiterung und den Entwickler. Das ist das eine. Ja. Das andere wäre wirklich mal zu testen, in Kontakt mit dem Erweiterungsentwickler zu treten und zu sagen, ich schreibe ihm mal eine Vorverkaufsfrage, ja, und dann zu gucken, wie lange braucht er, um zu antworten. Wer aktiv hinter seinem Produkt steht, wird da auch wahrscheinlich antworten und euch auch ernst nehmen wollen. Ne? Genau. Viele Foren sind ja auch kostenfrei aufrufbar. Da kann man ja auch gucken, recherchieren, wie schnell hat der Entwickler reagiert, konnte das Problem gut gelöst werden. Das sind halt so wichtige Faktoren. Wenn man keinen Zugriff hat, kann man ja natürlich recherchieren, ob andere bereits gute Erfahrungen gesammelt haben mit dem Entwickler, mit dem Foren-Support. Genau. Das kommt jetzt übrigens. Und meistens ist es natürlich so, wenn man eine Subscription kauft, also eine Erweiterung kauft, dann ist der Support auch relativ gut? Ich meine, die betreiben es ja kommerziell und die wollen ja natürlich auch gute Resonanz und gute Bewertungen. Wobei bekommen. Wir auch noch einschießen wollen, nur weil man eine Subscription hat, ist das kein Indiz dafür, dass man besten Support bekommt. Man kriegt auch, gerade bei Joomla kriegt man kostenlos sehr guten Support, teilweise immer noch. Also finde ich schon. Das ist jetzt dein Part, Kommentare im Chat. So, natürlich versucht man natürlich, wenn man recherchiert, anfängt zu recherchieren. Ich brauche irgendwas Bestimmtes, dann die erste Anlaufstelle ist natürlich das Joomla. Ja, Entschuldigung. Okay. Dann guckt man natürlich erstmal im Joomla Extensions Directory.
Da guckt man erstmal, recherchiert man so, wie die Bewertungen sind, so generell, wie die Entwicklung ist, wie der Trend ist. Man schaut sich die Kommentare natürlich an, ganz wichtig. So Kommentare, die wirklich über eine Zeile gehen oder irgendwie von Accounts geschrieben werden, die nur eine Bewertung bis jetzt haben. Die sagen meistens nicht so viel, die haben nicht so eine große Bedeutung, so Wertigkeit. Was machst du? Mach du weiter. Ja. Aber natürlich sieht man natürlich den Trend. Zum Beispiel der Keeper Backup hat fast 1000 Bewertungen, hat durchwegs positive Bewertungen. Dann weiß man natürlich, okay, die taugt was. Das ist wirklich eine professionelle Erweiterung. Da lohnt sich auch, das Geld in die Hand zu nehmen und auch eine Subscription zu holen, so eine Pro-Version, die natürlich noch mehr bietet. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man guckt. Natürlich heißt das nicht, wenn eine Erweiterung nicht im Joomla Extensions Directory ist, dass sie schlecht ist. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr starker Indiz, dass die Erweiterung wirklich auch was taugt, wenn sie im Joomla Extensions Directory ist. Und die Adresse ist extensions.joomla.org. Wahrscheinlich kennen es die meisten. Genau. Und da erstmal gucken, recherchieren. Und was du natürlich vergessen hast, also... Natürlich? Nicht natürlich, unnatürlich. auch bei längeren Bewertungen ist es so, manchmal schreiben Leute wirklich extra längere Bewertungen, wo man dann denkt, oh, das ist ja echt nett geschrieben und am Ende steht dann nur Nonsens. Also wirklich darauf achten, dass sie Pros und Kontras aufführen, Fürbeispiele, Gegenbeispiele, Support erwähnen und solche Sachen. Und genau, was ich hinzufügen möchte, ich habe ja auch viele Extensions im Extensions Directory und oft kommen Leute, die irgendwie ein kleines Problem haben, statt mir eine E-Mail zu schicken, schreiben denen eine negative Bewertung und schreiben dazu und schreiben eine Frage irgendwie unten, ja, hier kannst du mir das beantworten. Ich meine, solche Bewertungen, die sagen natürlich nichts aus über die wirklich über die Qualität der Erweiterung. Da muss man natürlich differenzieren. Genau. Dann haben wir die wel.joomla.org Seite, kennt ihr die vielleicht? Das ist die übersetzt Vulnerable Extensions List. Da werden alle gehackten Dateien oder was heißt alle? Also da wird versucht, gehackte Erweiterungen aufzulisten, die durch das Joomla-Team gefunden wurden. Die kann man dann aufrufen und da kann man auch kurz recherchieren. Wobei diese Liste hat wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also da überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem ein Ansatzpunkt. Man kann da reingucken, wenn man sieht, eine Erweiterung wurde oft in der Vergangenheit gehackt. Dann ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es in der Zukunft so sein könnte. Ist auch keine Garantie, aber Recherche tut da auch ganz gut. Genau, genau. Die Liste ist nicht ganz aktuell, aber immerhin wir... Ja. vel.joomla.org. Genau. Genau, und genau, aber ansonsten viele Erweiterungen, so No-Name-Erweiterungen, die vielleicht irgendwann mal im Extensions Directory waren, die jetzt nicht mehr drin sind, die findet man auch oft auf dieser Liste. Also die hatten auch wirklich Probleme, wurden nicht mehr weitergewartet, wurden nicht mehr weitergepflegt und verschwinden dann natürlich. Aber wenn man sie immer noch installiert hat, sollte man gucken, dass man die vielleicht deinstalliert. Wenn man eine ältere Joomla-Version hat und oft schon Migration gemacht hat und irgendwie noch ganz alte Plugins mit sich rumschleppt, überprüfen, ob die vielleicht nicht auf der Liste stehen und am besten vielleicht ersetzen mit einer aktuellen Alternative. Dann haben wir das Thema, also große Erweiterung und da nenne ich mal jetzt zum Beispiel das JCE. Wir kennen das ja alle, wir kennen ja die Geschichte dazu, dass das gehackt wurde und das ist eine große, weit verbreitete Erweiterung. Man kann bei diesen Erweiterungen davon ausgehen, dass man auch sehr schnell ein Update bekommt, ja? Aber man muss diese auch sofort einspielen, weil wenn man es nicht macht, dann ist man sofort davon betroffen, weil es bietet einfach große Angriffsfläche, weil sie einfach so populär ist. Und wenn man große Erweiterungen, bekannte Erweiterungen verwendet, da sollte man auch immer ein Auge drauf haben, letztendlich, dass man up-to-date bleibt und immer am Ball bleibt, sonst ist die Seite zum Beispiel... Warte mal, dein Ding. Nee, das war jetzt da hinten irgendwas. Ja, der Beamer ist aus. Generell heißt das natürlich, je populärer die Erweiterung, desto mehr Angriffsfläche, desto interessanter ist sie natürlich für die Hacker, dass sie schnell irgendwelche Skripte schreiben, so Bots losschicken. Und natürlich, da muss man immer mal bleiben, wenn man so populäre Sachen wirklich braucht, wie JCE. Man kann auch vieles mit einem Tiny-MCE machen, man braucht nicht unbedingt JCE. Deshalb, wenn man wirklich diese Anforderungen erfüllen kann, mit einer kleineren, mit einer unbekannten, also eher nicht so bekannteren Erweiterung, aber trotzdem gute Erweiterung, sollte man lieber vielleicht die Alternative anschauen, wenn man damit gut zurechtkommt. Weil wenn man so ein JCE betreibt, dann muss man wirklich am Ball bleiben, wie UFO sagt, und wirklich auch schnell einspielen, weil die werden innerhalb von ein paar Stunden, wenn die Lücke rauskommt, laufen schon die ersten Angriffsversuche. Ein sehr großes Thema für Systemintegratoren ist letztendlich, wenn man Templates mit Erweiterungen verknüpfen möchte, dass man einmal das CSS und HTML-Framework checkt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Erweiterung Bootstrap 2 verwendet und euer Template verwendet Bootstrap 3, könnt ihr davon ausgehen, dass es ein Mischmasch wird und es wird schlecht aussehen. Dann passen die Icons nicht, manchmal kommt es zu JavaScript-Konflikten. Kann sein, dass die Erweiterung nochmal Mutut nachlädt, dann ist euer Slideshow vielleicht verschwunden, nur noch zur Hälfte da. Alles Sachen, die schon passiert sind. Man sollte da auch recherchieren und gucken, okay, das Template sollte idealerweise dann Bootstrap 3 haben, die Erweiterung auch. Wenn man UI-Kit verwendet, sollte man vielleicht in die Richtung gehen. Also man sollte eine einheitliche Linie fahren.
Da kommt noch was dazu. Das spart auch dadurch spart ihr auch CSS-Dateien letztendlich. Ich habe Seiten gesehen, die haben 1 MB CSS-Code, ne, weil die alles zusammengewürfelt haben. Ein Modul hat was nachgeladen, die Komponente hat eine eigene CSS-Datei geladen und alles Mögliche zusammen. War dann letztendlich eine große Seite. Das ist schlecht fürs SEO, das ist schlecht für die Performance, schlecht für die Nutzererfahrung und es ist auch schlecht zu managen. Also vom HTML-Markup abgesehen, da gibt es einige Probleme, wenn man da nicht vorher recherchiert. Genau, so ein kleiner Tipp nebenbei. Natürlich macht man das auf einer Entwicklungsumgebung, öffnet die Konsole, Firebug, guckt sich die JavaScript-Konsole an und lädt die Seite und dann sieht man natürlich, wenn man Konflikte hat und woher die kommen. Da kann man sehr schnell gucken und sehen. Genau. Achso. Ja. Genau. Der nächste Punkt ist natürlich die Frequenz der Aktualisierung. Natürlich, es gibt natürlich einfache Plugins, einfache Module, die müssen nicht aktualisiert werden. Ich habe auch viele in meinem Portfolio, die ich einmal geschrieben habe und die funktionieren einfach. Das sind irgendwie 30, 40 Zeilen Code und die funktionieren. Aber wenn man eine komplexere Extension installieren möchte, vielleicht ein Zebra oder wie auch immer, dann sollte man gucken, wie oft die aktualisiert werden. Wenn sie relativ lange, halbes Jahr, ein Jahr nicht angefasst werden und irgendwie nichts zurückkommt, also kein Feedback oder wie auch immer, oder auch auf gemeldete Bugs nicht reagiert wird, das ist schon mal auch so ein Indiz, dass das Projekt irgendwie auf lange Sicht nicht überleben wird. Da soll man auch gucken, wie die Versionsreihenfolge war, auch den Changelog angucken. Ist ein Changelog vorhanden? Für mich ist es sehr wichtig, dass ein Changelog vorhanden ist, dass man gucken kann, wo was geändert wurde. Was auch wichtig ist für mich, die semantische Versionierung, dass man zum Beispiel sieht, wenn ein neues Update rauskommt, ist es ein Bugfix-Release, ist es ein Feature-Release, ist es ein Major-Release, der keine Rückwärtskompatibilität garantiert. Das sind zum Beispiel so Faktoren, die auch sehr wichtig sind, die man auch überprüfen sollte und die so größere Erweiterungen. Also ich persönlich erwarte, dass sie auch wirklich regelmäßig aktualisiert werden, weil kein Code ist perfekt und vor allem bei so größeren Projekten, die müssen einfach jeden Monat oder wie auch immer aktualisiert werden, damit sie auf dem neuesten Stand sind. Die nächsten zwei Punkte sind ein bisschen technisch. Ich hoffe, du kriegst es verständlich rübergebracht. Ja, ich weiß nicht. Der nächste Punkt natürlich, wenn man coden kann, ein bisschen entwickeln kann, da kann man ja natürlich die Erweiterung mal runterladen, die Dateien öffnen, gucken, okay, ist die Joomla-Struktur gewahrt, sind Module nicht in irgendeiner einzigen Datei, irgendwie komplett einfach runtergeschrieben im prozeduralen Code. Man kann natürlich gucken, ob irgendwie objektorientiert programmiert wurde, ob die Joomla-API angesprochen wird, korrekt, ob vielleicht irgendwie, man sieht ja direkt zum Beispiel, wenn man Requests verarbeitet, ob die nicht irgendwie JFactory Application Input nutzen oder einfach auf GET oder auf POST Request zugreifen. Das sind so kleine Indizien, wo man sieht, okay, der Programmierer ist vielleicht nicht so erfahren, vielleicht gucke ich nach einer Alternative oder keine Ahnung, berichte oder melde einen Bug oder versuche ihm zu helfen. Zum Beispiel, es gibt eine sehr bekannte, ich will den Namen nicht nennen, die ist auch im Joomla Extension Directory relativ hoch, es ist eine Kontaktkomponente und die Komponente ist nicht nach Joomla MVC geschrieben, sondern irgendwie ein paar Dateien und der Code ist einfach prozedural einfach runtergeschrieben. Und der Code ist halt scheiße. Ja. Also, ein technischer Tipp, aber den alle wahrscheinlich nachvollziehen können, einfach mal zum Beispiel in Joomla die Fehlermeldung auf Maximum stellen und dann die PHP-Version auf mindestens 5, 6 stellen oder auf sogar 7 stellen und gucken, welche Striktwarnungen ausgespuckt werden. Wenn da dann bei immer noch aktuell vertriebenen Erweiterungen da Striktwarnungen sind, dann weiß man, okay, der Typ hat mindestens eine lange Zeit nicht auf seine Erweiterung geguckt und ist aktiv auch nicht an seiner Erweiterung dran. Ja, ja, oder er programmiert ohne Fehlerausgabe, das ist natürlich ganz oder schlecht. Oder das ist eine schlechte Entwicklung. Fehlerausgabe. Und PHP 7 ist in der Hinsicht auch so eine Art Prüfung, wo man ganz schnell mal feststellen kann, also wer bis jetzt nicht PHP 7 hatte, der hängt der Zeit hinterher und da kann man davon ausgehen, dass er das nebenbei macht und nicht hauptberuflich oder sonst was. Und dass die Erweiterung vielleicht nicht so gepflegt wird, wie es sein müsste. Absolut, absolut. Ja. So, das nächste ist, das kann ich auch machen, man sollte auch vielleicht mal gucken, dass man Erweiterungen verwendet, die Joomla Core Funktion verwenden. Das kriegt man meistens immer im Nachhinein mit. Es gibt zum Beispiel ein Suchmodul, da kann man keine Overrides machen. Ja, da muss man die Datei selber überschreiben. Ja? Nein, man kann es nicht machen. Also man ist halt heruntergeschrieben, wie du es gesagt hast. Und dann muss man diese große Datei manipulieren. Und wenn man es gemacht hat und ein Update nachher macht, ist die ganze Änderung weg. Das ist für mich keine gute Erweiterung zum Beispiel. Wenn man sowas verwendet, dann hat man Probleme. Es gab Erweiterungen, die waren sogar im Joomla Extension Directory drin, die Core-Hacks hatten. Das heißt, da werden Original-Joomla-Dateien manipuliert. Inzwischen ist das nicht mehr erlaubt.
Ist er, ich bin da nicht auf. Erlaubt war es vorher nicht, aber es wird halt nicht so genau getestet und solche Sachen fallen meistens irgendwie unten durch und dann kommen die trotzdem nichts. Und der Entwickler, dem muss man das gut zugutehalten, hat sogar geschrieben, wenn ihr diese Erweiterung löscht, dann wird dieser Core-Hack wieder zurückgenommen. Was passiert aber während der Laufzeit? Also wenn man zum Beispiel ein Update fährt, dann ist ja der Core-Hack überschrieben und die Erweiterung funktioniert nicht mehr. Ist auch keine gute Erweiterung in dem Sinne. Deswegen, Core-Hacks sind eigentlich tabu. Ne? Das sollte eigentlich ziemlich klar sein. Da sollte man auch gucken, ist eine Komfortfunktion, dass die Update-Server von Joomla unterstützt werden. Das heißt, dass man im Joomla-Backend einfach mal in die Update-Ecke gehen kann und sagen kann, ja, ich will das jetzt aktualisieren, statt dass die Entwickler auf ihre eigenen Mechanismen setzen, die meistens viel unkomfortabler sind. Oder überhaupt gar nicht. Viele Kunden gar nicht verwenden. Oder gar nicht verwenden. Und viele Kunden oder Anwender kriegen teilweise Updates dadurch nicht mehr mit, weil die gewohnt sind an die Joomla-Update-Funktion. Die denken sich, da ist jetzt alles drin. Und dann ist tatsächlich eine Erweiterung drin, die aktualisiert werden müsste. Und die werden dann gehackt eventuell. Genau, und das kann man sehr einfach testen. Das Paket runterladen, die XML, die Manifeste da öffnen. Und da muss irgendwas mit einem Tag-Update-Server stehen. Wenn das der Tag-Update-Server mit einer XML-Datei, also einem Link zu einer XML-Datei drin ist, dann ist diese Update-Server-Funktionalität drin und die sollte heutzutage eigentlich jede Erweiterung haben. Also darauf gucken, ob die Erweiterung diesen Update-Server nutzt, diese interne Funktionality. Der Victor hat das ja gerade angesprochen mit der JFactory und so weiter, ist recht technisch das Ganze, aber generell die API-Nutzung in Joomla, eine Erweiterung, die API-nah programmiert, ist vorzuziehen. Nur, ich finde, das ist halt eben für Laien auch schwer feststellbar. Das ist nur so für Pros, aber die wissen ja meistens eh, was sie tun. Ja, deswegen, genau. Und wenn man zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung nutzt, wie PHP Storm, da sieht man zum Beispiel, wenn man das Projekt anlegt und die installiert, die Erweiterung, da sieht man zum Beispiel, ob deprecated Funktionen benutzt werden. Die werden dann natürlich unterstrichen oder durchgestrichen, ich glaube quer sogar gestellt. Da sieht man zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung in der aktuellen Version viele Sachen auf viele deprecated Funktionen zugreift, die veraltet sind, die in der nächsten Major-Version, im nächsten Spiel, jetzt bei uns Joomla 4, nicht mehr vorhanden sein werden. Das heißt, es könnte sein, wenn er die nicht rausnimmt oder umschreibt, dass sie beim nächsthöheren Sprung, dass die Erweiterung halt nicht mehr funktioniert, weil die Funktionen, die deprecated sind, die werden natürlich dann entfernt. Das ist auch so ein Indiz, wenn du zum Beispiel siehst, da sind viele deprecated Sachen drin, ist auch vorsichtig. Das heißt, er ist nicht nah am Ball, sondern programmiert vielleicht wie vor 2-3 Jahren und da ist auch ein bisschen Auge drauf zu halten. Und grundsätzlich nochmal zum Joomla Extension Directory. Da ist es schon so, dass gehackte Erweiterungen, die fliegen raus. Also wenn ihr da mal was runterlädt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Erweiterungen sicher sind, soweit. Außer es wurde halt ganz frisch entdeckt und die konnten nicht noch reagieren. Dann hattet ihr eben Pech, wenn ihr das in der Zeit heruntergeladen habt. Aber es wird auf jeden Fall gefiltert. Das ist schon mal immer eine gute Anlaufstelle. Niemals dann auf irgendwelche komischen Seiten gehen und die Erweiterung darüber runterladen. Immer über den Joomla Extensions Directory am besten. Und noch was anderes, wenn ihr irgendwas mitbekommt, dass irgendwie ein Hack stattfindet oder ihr bekommt es über einen Hoster mit oder so, dann wäre es natürlich ganz cool, wenn ihr ins Joomla Extensions Directory geht und dann auf Report geht und dort das kurz meldet, damit das Team das mitbekommt und natürlich so schnell wie möglich die Sache rausnimmt, damit die Community natürlich weiter... Dadurch trägt ihr natürlich selber dazu bei, dass die... wir sind eine Community. Genau, dass das sauber bleibt. Es werden auch Erweiterungen angezeigt, extra gelistet, die zum Beispiel Backlinks haben, die nicht deaktiviert werden können. Das wissen die meisten nicht. Also das heißt... da mal ein bisschen genauer lesen, manchmal bei Backlinks schaden halt eigentlich der eigenen Seite. Es sieht unprofessionell aus und SEO-maßtechnisch ist das auch nicht so gut. Zum Beispiel, da gibt es eine bekannte Erweiterung, SEF, wie auch immer. SEF. Und die macht zum Beispiel auf jeder Seite, die geladen wird und die irgendwie verarbeitet wird von diesem System-Plugin, macht hier unten irgendwie so ein Backlink hin. Und ich meine, wer will das schon? Das ist, Ja, aber das wird halt. Ich weiß, wie man es rausmacht, also wer Fragen hat. aber grundsätzlich im Jet geben sie sich halt Mühe, schon eine Filterung vorzunehmen und halt euch ein bisschen zu helfen, ne? Gute Erweiterung zu finden. Das Letzte ist, letztendlich wird es auch redaktionell gepflegt. Es kann auch sein, dass eine Erweiterung nicht in irgendein Schema reinfällt und trotzdem rausfliegt. Da gibt es dann keine Regeln für, aber das wird dann auch gemacht, wenn es da Probleme gibt. Ja. Genau. So. Nee. Ups. Ja, ich mache das schon so. So, auf dem nächsten Slide so weitere Faktoren, die uns jetzt spontan noch eingefallen sind. Generell gucken, wie aktiv ist der Entwickler? Hat er ein Gesicht in der Joomla-Szene, in der Joomla-Community? Ist er dabei? Ist er involviert? Schreibt er Artikel?
schreibt er Code zu Joomla, zum Core, er hat ein Facebook-Profil, das sagt schon viel aus über die Entwickler, also immer gucken, ob sie irgendwie aktiv sind und auch irgendwie so in Social Networking betreiben, das sagt schon viel aus. Also über das ist natürlich mit dem Hintergrund auch, dass Viktor Vogel ist jetzt selber hier, dass ich ihm auch direkt zum Beispiel sagen könnte, ey, deine Erweiterung macht Probleme oder ich möchte das und dieses haben. Das zeigt auch ein bisschen, dass die Entwickler halt stolz sind, zu ihrem Produkt stehen und das auch aktiv weiterentwickeln wollen und auch auf Feedback hören, sonst würden die nicht hier hinkommen. Also das ist schon sehr wichtig. Ansonsten, das Geschäftsmodell des Entwicklers ist eine sehr wichtige Sache. Also oftmals kriegt man das auch schlecht mit und kann das schlecht feststellen. Oftmals macht es doch Sinn, dann Erweiterungen zu kaufen, ja, nicht nur kostenlos, weil man davon ausgehen kann, okay, der hat sich damit eine Lebensgrundlage erarbeitet und die gibt es noch in 10 Jahren. Ja. Das ist eine Sache. Oder es muss eine Erweiterung zumindest sein, die nicht so komplex ist. Also meine Erfahrung ist, sehr viele komplexe Erweiterungen. Seeblot macht das zum Beispiel so, dass die ihr Produkt kostenlos zur Verfügung stellen, aber nebenher halt über ihre Agentur mit Seeblot enorm viel Kundschaft bedienen und so weiter. Also da weiß man, okay, die benutzen das Produkt selber oder auch K2 zum Beispiel, die benutzen das Produkt selber, haben riesige Seiten, die bedienen und machen damit ihr Geld. Deswegen kann man davon ausgehen, die werden ihr Produkt pflegen. Das hat man bei vielen nicht, gerade bei Wechsel von 1.5 auf 2.5 hatten wir das Problem, dass viele, die eben kein Geld gemacht haben, dass sie einfach verschwunden sind. Ja, Eventlist und diese ganzen Dinger sind da irgendwann mal weg gewesen. Ja. Die haben das auch nicht mitgemacht, weil die wahrscheinlich keine Ressourcen mehr dafür hatten. So, das ist dazu. Ansonsten jetzt im Aber noch ja? zum Geschäftsmodell. Ich meine, natürlich, meistens ist ja auch so, dass die kommerziellen Erweiterungen auch einen Support bieten und auch nicht schlecht sind. Also die Entwickler sind wirklich dahinter, sind Firmen dahinter. Und es gibt aber auch sehr gute Erweiterungen, die komplett kostenlos sind und irgendwie auch sogar kostenlosen Support leisten. Nicht ich, aber... Das habe ich ja auch erwähnt. Also es genau, gibt also, kostenlose Erweiterungen, genau, also die das ist, Geschäftsmodell haben. Also richtig, die funktionieren trotzdem. Ja. Der nächste Punkt, das betrifft Deutschland nicht so sehr, aber ich erlebe das immer wieder, dann bestellt man was in Thailand... Singapur, sonst wo, die Yum Social Komponente und so, und dann findet man keine Adresse. Man weiß gar nicht, aus welchem Land die kommen und welcher Mensch dahinter steht. Es ist einmal schwierig für Selbstständige, das dann dem Finanzamt irgendwie klar zu machen, und andererseits, also da würde ich auch mal ein bisschen drauf achten, dass es halbwegs ein Impressum hat, dass es nach dem deutschen Standard geht. Ja, damit man weiß, genau, mit dem was zu tun hat. Und gut, die haben jetzt einen Namen in der Community, in der Joomla-Szene, genau, aber es gibt natürlich sehr viele auch andere Entwickler, die irgendwie überhaupt keine Namen angeben und auch nicht so schlechte Erweiterung, JCH oder ja, so. Ansonsten, also nee, Pups, übergeben wir mal. Das hast du auch schon gesagt, mit der Testumgebung gesagt. Jetzt kommt eigentlich der Geheimtipp schlechthin. Also außer bei Shops kann man eigentlich bei den meisten Sachen die erfahrenen Leute fragen und kriegt auch eine gute Antwort. Erfahrung ist eigentlich sehr viel wert. Bei Shops ist das so ein Sonderfall meistens, da fragen die, ja, ich will einen Shop aufmachen, was empfiehlt ihr mir da? Das kann man schlecht beantworten, weil wir keine Anforderungsliste haben. Aber für viele Erweiterungen würde ich eigentlich immer die Community fragen, und da gibt es einmal das forum.joomla.org, kennt ihr bestimmt, da gibt es unsere Facebook-Gruppe, da beantworten wir das meistens, dann gibt es, genau, generell einfach mal nachfragen bei uns, da kann die Erfahrung einiges. Ja, die Community, ja, ganz genau, wichtig, ganz wichtiger Aspekt. So, und also, als letztes haben wir aufgeschrieben, was hast du da geschrieben? Das hatten wir aber auch schon. Ja, genau, also wenn man zum Beispiel, cool ist es natürlich, wenn man sich irgendwie aktiv beteiligt, auf so Konferenzen geht wie hier. Meistens sind auch Entwickler unterwegs, die zum Beispiel sponsern oder generell einfach aktiv sind in der Community und dann einfach vorbeischauen, die einfach ansprechen, wenn man Probleme hat und fragen, hier, wie sieht die Entwicklung aus? Könnte ich vielleicht eine Testversion haben und nicht über Google auf Russian.whatever.freewares gehen. Genau, sondern halt in Kontakt treten mit den Entwicklern. Das sind auch nur Menschen und da kann man auch wirklich was aushandeln und das ist überhaupt kein Problem. Ja. Genau. Ja. Hast du noch was? Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ein Plädoyer für den Joomla Core. Wir würden generell sagen, keine Erweiterung ist eine gute Erweiterung. Also je weniger, desto besser. Je weniger, desto besser. Das nächste, was ich sehr interessant finde, also ich habe vor einem Jahr angefangen mit der Plugin-Programmierung, und manchmal kann man sehr komplexe Anforderungen mit einem ganz kleinen Plugin lösen. Ja, wir hatten zum Beispiel, wenn ich das erzählen darf, eine Intranet-Lösung, da sollte man eine Dokumentenbestätigung haben nach DIN-Norm. Ja, das heißt, ein Joomla-Artikel wird geöffnet, dann gibt es eine Gruppe, die das zu lesen hat. Wenn die das gelesen hat oder bestätigt hat, wird das in die Datenbank eingetragen und man kann im Joomla-Artikel selber nochmal sehen in einem Extra-Reiter, wer hat es gelesen, wer nicht und wer hat es bestätigt, wer nicht. Ja, das war jetzt ein Plugin mit 140 Zeilen Code.
Wie hätte man das sonst gemacht in Joomla? Man hätte eine Erweiterung gesucht, hätte irgendwas Riesiges installiert, hätte sich damit auch die Probleme dementsprechend mit installiert für die Zukunft. Und da würde ich sagen, also da hat mir das Buch von Jisse sehr geholfen. Das habt ihr alle in dieser Tasche drin, habt ihr geschenkt bekommen. Das ist ein tolles Buch, einfach durchlesen. Und der Viktor macht auch, glaube ich, morgen einen Workshop dazu, Plugins entwickeln. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Morgen machen wir einen kleinen Workshop und ich zeige euch ein paar Sachen. Und was das Charmante an eigenen kleinen Plugins ist, die man nur für das eigene Projekt verwendet, die sind erstmal unbekannt. Dadurch bietet es null Angriffsfläche. Ihr könnt davon ausgehen, auch wenn ihr es schlechter programmiert als die Profis, dass ihr dadurch nicht gehackt werdet. Also das könnte passieren, aber es ist nicht im Fokus, also es ist kein Standard. Nicht so ein typisches Ziel, und ja, es macht schon Sinn, also sich ein bisschen einzuarbeiten und solche einfachen Sachen oder vielleicht so spezifische Sachen, die man eigentlich, das wird man natürlich nicht im Joomla Extension Director finden, nach DIN Norm irgendwie, nach der deutschen. Dann sowas macht schon Sinn, entweder abzugeben, irgendwie was Spezielles, Spezifisches programmieren lassen oder irgendwie selber sich hinsetzen und das schreiben. Die Fähigkeit hat. Und dann gibt es noch einen Spezialfall, das heißt nicht, dass die Erweiterungen schlecht sind, also das verwischt ja, die Grenzen sind ja überfließend. Zum Beispiel einige CCKs nisten sich so dermaßen in Joomla ein, dass wenn man sie löschen will, eigentlich die Seite komplett neu machen muss. Ja, so das, zum Beispiel das. Ja. Und da muss man dann aufpassen, muss es denn wirklich sein? Ja, und da ist vielleicht auch Joomla 3.7, um einen Bogen dahin zu schlagen, mit dem Custom Fields, könnte sein, dass wir 90% der Formulare Erweiterungen ersetzen, sowie auch der CCKs, weil die einfach nicht mehr nötig sind. Genau, richtig. Und wenn man sowas Größeres nutzt und dann irgendwie einen größeren Sprung macht, ein Joomla-Versions-Update, dann, und wenn die Entwickler nicht nachziehen, dann bleibt man natürlich auch irgendwie hängen auf der alten Joomla-Version. Da kann natürlich sein, dass man da auch irgendwie nach einer Zeit irgendwie gefährdet ist, gehackt zu werden, klar, wenn irgendwelche Lücken dann aufgehen. Und was ich noch sagen wollte, sind natürlich Template-Overrides nutzen, also wenn es möglich ist, irgendwie so eine kleine Funktionalität, zum Beispiel JavaScript-Datei entfernen, irgendwie eine bestimmte JavaScript-Datei oder CSS-Datei nicht laden zu lassen auf einer bestimmten Seite, da macht man einfach ein Template-Override und dann kann man auch den Code, der eigentlich nicht in ein Template gehört, also in eine View gehört, der in irgendwie Model oder im Controller sein sollte, kann man theoretisch auch in einem Template-Override schreiben und der ist auf jeden Fall auch update-sicher und solche Sachen kann man sehr einfach auch über die Template Overrides lösen und da braucht man nicht eine spezielle Erweiterung dafür oder eine spezielle Komponente oder wie auch immer. Genau. So, das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Fragen? Nicht so schüchtern, komm. Die Dame, die uns gerade angeschrien hat. Nein, Quatsch. Ich? Nein, Spaß. Hier bitte. Sage ich dir nachher, wenn wir draußen sind. Genau. Auch da gibt es gute Neuigkeiten. Da gibt es schon ein Plugin, wo man das Joomla-eigene Kontaktformular um Felder erweitern kann. Also komplett Joomla Core. Noch ganz kurz. Ihr habt ja das ganze Buch jetzt alle. Ihr habt ja alle die Bücher bekommen und in diesem Buch ist genau ein Beispiel beschrieben, wie man Formulare in Joomla erweitert und quasi auch die Informationen wieder rauszieht. Das ist ein Tutorial im Buch, ist ein Content-Plugin, schaut euch, glaube ich, Artikel oder Paragraph 6 an. Da steht es 1:1 beschrieben, einfach nachprogrammieren, ist ganz einfach. Übrigens, der das gemacht hat, hat das nach diesem Buch gemacht. Also das hat er als Inspiration genommen und da müssen wir mal gucken, wenn ich das finde, dann poste ich das mal. Genau, ansonsten bis zu 3.7 warten. Und da haben wir die Custom Fields, dann kannst du es erweitern, wie du möchtest. Genau. Noch weitere Fragen? Fragen? Ich habe noch eine Ergänzung dazu. Gerne. Und zwar, wenn man nach dem Buch die Felder ergänzt bei den Kontakten, wenn man beim Kontakt ein neues Feld, wenn man sich das Kontaktformular nicht reingibt, das geht ein Tick anders. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ja, okay. Ja, gut, das ja, muss man gucken. Ja, klar. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Danke. Auf jeden Fall hat man da einen Ansatz, wie es überhaupt funktioniert und da kann man sich halt entlang hangeln. Genau. Bitte? Du hast gesagt, man soll die Extensions möglichst auf die Extension Directory runterladen. Da gibt es aber ganz oft welche, die zum Download dann auch an die Entwicklerseite verweisen. Richtig, richtig. Also das funktioniert ein bisschen anders. Bei WordPress, da liegen die Installationspakete im Extensions Directory selber. Bei Joomla haben wir das nicht, wir haben nur die Informationen, aber die ganzen Download-Links und die ganzen Informationen und die ganzen Pakete liegen immer beim Entwickler. Wir haben nicht ein zentrales Repository. Das hat Vor- und Nachteile.
Das Problem ist, wir können zum Beispiel keine zentrale API haben, was zum Beispiel, wo WordPress sehr stark ist, dass sie halt eine API haben, die man dann auch intern für eigene Sachen nutzen kann. Zum Beispiel Informationen hochladen oder wie gesagt, also Updates einspielen, ist viel einfacher, weil die liegen zentral. Bei Joomla ist das ein bisschen anders und die liegen immer beim Entwickler. Natürlich guckt man im Joomla Extensions Direct, guckt man, wie gut es ist. Und dann wird man natürlich sowieso auf die Seite des Entwicklers verwiesen. Also man kann mit dem Joomla Extensions Direct nichts direkt runterladen. Also das heißt, man kommt sowieso auf die Entwicklerseite, aber vorher sollte man vielleicht ein bisschen recherchieren und gucken, ob die Entweiterung gut bewertet wurde und wie auch immer. Noch Fragen? Nachdem der GC-Editor ja mehrfach gehackt worden ist, wieso fliegt der dann auf Verzeichnissen drauf? Wir sollen die Frage übrigens wiederholen. Der JCE, warum er nicht aus dem Verzeichnis rausgenommen wurde, obwohl er schon mehrfach gehackt wurde. Natürlich wurde temporär rausgenommen. Solange die Security Flaw, also der Security Bug nicht gefixt wurde, aber wenn er eine neue Version hochlädt, beziehungsweise den Bug schließt, dann wird das halt quasi wieder freigegeben im Sessions Directory. Das ist immer nur für die aktuelle Version quasi der Status. Weil sonst wären sehr, sehr viele Erweiterungen nicht mehr drin. Ja, Joomla, da gibt's 50% oder 40% nicht mehr drin. Ja, war ein bisschen übertrieben, aber ja. Die werden halt nochmal überprüft und geguckt, ob die Lücke geschlossen ist. Es muss verifiziert werden von jemandem, der sich ein bisschen auskennt und auch ein bisschen Code lesen kann. Und dann wird sie wieder freigegeben im Extensions Directory. Also, wenn er da drin ist, ist wieder alles gut. Ja, nicht unbedingt. Also durch die ersten Tests natürlich, aber es kann natürlich sein, dass es nicht komplett geschlossen wurde oder es andere Lücken gibt. Ganz ehrlich, ich denke mal, so 40-50% aller Erweiterungen haben irgendwelche Sicherheitsprobleme, Sicherheitslücken, die sind noch nicht gefunden worden. Also muss man generell aufpassen. Also, am besten je weniger, desto besser. Generell? Außer meine natürlich. Meine haben keine Lücken. Gerade Sicherheitslücken kommen viel oft von Erweiterungen, die irgendwelche Formularfelder haben. Ja, ob man jetzt Dateien hochladen kann oder Inputfelder hat. Also da wurden die meisten Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ja, weil das nicht gut genug gefiltert wurde. Erweiterungen, die sowas nicht haben, ich kenne keine, werden quasi sicher. Ja, also nicht unbedingt sicherer zumindest. Ja, genau, also wo User irgendwelche Inputs machen können. Die sind hochkritisch. Da muss man natürlich immer genau gucken, ob die irgendwie auch richtig validieren, auch Sicherheitschecks machen, ob sie nicht direkt die Daten in die Datenbank schreiben. Da gab es viele Geschichten. Aber es gibt natürlich auch Erweiterungen, die nicht User-Inputs irgendwie entgegennehmen, aber trotzdem gehackt werden können, dass man irgendwie durch einen bestimmten Parameter irgendwie quasi den Datenbankzugriff oder SQL-Injection irgendwie starten kann. Also das ist keine Sicherheit, aber die sind natürlich hochkritisch. Ja. Weitere Fragen? Auf. Ja. Frage. Gerne. Okay, also installierte Version relativ einfach unter. Entschuldigung. Die Frage war, wo findet man die installierte Version und welche Version ist gerade aktuell? Die installierte Version ist natürlich in einem Extension Manager. Da öffnest du es, gibst du den Namen der Extension ein, da siehst du natürlich auch die Version. Außer der Entwickler hat die Version nicht mitgeliefert, aber dann gibt es eh Probleme. Kommt das vor? Eigentlich sollte es nicht sein, aber. Eigentlich sollte es nicht sein, weil sonst funktioniert der Update-Server auch nicht richtig. Ja gut, das Problem ist, wenn was vorkommt, dann hat der wahrscheinlich auch keinen Update-Server drin. Also das war ja... Das ist das Problem. Und da musst du natürlich gucken, bei so einer Erweiterung, da musst du natürlich gucken, geh mal auf die Seite des Herstellers und guck mal, ob da irgendwie eine neue Version draußen ist. Aber das ist kritisch, weil wenn du da keine nicht vollständige Daten hast, dann hat er die Manifestdatei nicht korrekt geschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Test bei der Installation jetzt ausgeführt wird oder nicht, also durchgeführt wird. Weil manche Felder sind jetzt Pflichtfelder. Kann sein, dass du vielleicht eine Gunst... Oder hast du vielleicht eine Migration gestartet oder ein Update? So eine ganz alte Version gehabt und dann irgendwie Joomla aktualisiert? Dann würde ich die Erweiterung vielleicht erstmal deinstallieren und nach einer Alternative gucken. Das kann eigentlich nicht sein, weil die Versionsangabe muss in der XML-Datei stehen. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Aber spannend. Kannst ja vielleicht mal gleich die Erweiterung nennen und dann guckt man sich das an. Ja. Noch eine Frage? Seid ihr fit? Wisst ihr jetzt, was gute Erweiterungen sind? Ja, wer benutzt denn viele Erweiterungen? Wer hat über 10 installiert? Niemand? Test, zum Testen. Cool. Ja, cool. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, einfach uns anschreiben.
egal wo, können wir euch helfen. Ja, dann bedanken wir uns. Wir danke. Müssen ja hier nicht rumstehen. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist ziemlich warm hier. Ja. Danke.